Den Einsatz von Michael Weber und Ben Decker erfordert jetzt ein Diebstahl am Fühlinger See. Die Bestohlene hat bereits einen Verdacht, wer sich an ihren Sachen vergriffen haben könnte. Schönen guten Tag. Hallo. Sind Sie die Frau Fröhlich oder jemand von Ihnen, die Frau Fröhlich? Ah, Sie sind da, dann hatten Sie auch angerufen, ne? Genau, ich hatte angerufen. Ja, Sie haben meine Tasche wurde gestohlen, genau. Ihre Handtasche? Mhm, genau, mit Portemonnaie drin. Wo lag die denn? Ich saß hier hinten drüben und ja, die lag neben meiner Jacke. Ja. Genau. Und die gehören auch zu Ihnen? Sie kennen dich? Nee, ich habe jetzt bei den Mädels mal gefragt, ob sie irgendwas gesehen haben oder bemerkt haben. Ja, ja. Aber ja, sie reagieren sehr zickig, anstatt dass sie. Ich habe ganz höflich gefragt, aber. Ja, war denn hier noch eine andere Person? Nein, es war niemand. Ihre? Nein. Können Sie mal bitte sagen, die möchten mal ruhig sein, wenn wir uns unterhalten? Ja, ich kann ja nichts dafür, dass sie hier rumlaufen. Ist ja nicht meine, sind ja nicht meine Tiere. Achso, ich dachte, die hätten wir mitgebracht. Ja, klar, bestimmt. Das sind alles meine Haustiere. Ja. Ich denke, ich immer spazieren. Ich weiß ja nicht, welche Haustiere sie haben. Aber. Ja. Wie lange waren Sie denn jetzt weg? Also quasi, wie lange war die Tasche denn unbeaufsichtigt? Also ich war die ganze Zeit halt mit dem Rücken zu der Tasche. Also sie haben sich die ganze Zeit im Bereich aufgehalten. Genau, genau, genau. Okay. Haben Sie was gesehen? Nö. Nee? Aber Sie haben doch die ganze Zeit hier gesessen. Also Sie müssen doch mitbekommen haben, wenn da jemand dran gewesen ist. Nein, wir haben nichts mitbekommen. Während Michael Weber die Personalien kontrolliert, hat Ben Decker die Befürchtung, dass der Diebstahl schlimme Auswirkungen haben könnte. Was mich jetzt interessieren würde, Ihr Autoschlüssel war da drin. Genau. Gut, dann sollten wir jetzt gleich mal zügig nachgucken, ob Ihr Auto noch da steht. Weil wenn der Täter Ihren Autoschlüssel hat, das wäre sehr schlecht. So, und Sie wollten jetzt zu einem Vorstellungsgespräch? Genau. Ich wollte mich jetzt hier noch mal kurz ausruhen und noch mal sammeln, kurz am See und mich entspannen. Und ja, das ist ja doof. Das ist auch so, wenn jetzt das weg ist. Dann nehmen Sie mal Ihr Handtuch und dann gehen wir mal zum Auto. Ja. Ihr passen mal auf Ihre Haustiere aus, nicht, dass die ins Wasser springen hier. Können die schwimmen? Den jungen Damen kann die Tat nicht nachgewiesen werden. Und für ihr Benehmen sind sie rein rechtlich nicht zu belangen. Also sie gehörten gar nicht zu denen? Nee. Das war jetzt Zufall, dass sie neben denen gelegen haben? Nee, hab ich noch nie gesehen, die Mädels. Haben sie dann zuerst da gelegen und dann kamen die dazu? Oder? Nee, die lagen auch schon eine Weile. Also ich kam quasi dazu. Ah, okay. Genau, die waren schon länger dort. Was war denn noch in der Tasche? Irgendwelche mein Portemonnaie, 300 Euro waren in dem Portemonnaie. Mein Ausweis, der Autoschlüssel. Ja, und Bankkarten? Bankkarte auch. Ja, die müssten Sie auf jeden Fall zügig sperren lassen. Ja. Da gibt es einen Sperrnotruf, eine zentrale Nummer. Die können Sie anrufen gleich. Mhm. Weil das ist wichtig, dass das zügig passiert. Ja. Ja, weil wenn der Täter jetzt ihre Karte hat, eventuell kann er damit die belasten. Ne? Ja, und wie gesagt, Badesee, mein Kostüm ist halt wichtig weil, und meine Bewerbungsmappe, weil wegen meinem Vorstellungsgespräch. Was ist das denn für ein Kostüm? Ganz normaler Hosenanzug, also für das Vorstellungsgespräch. Weil jetzt habe ich ja Badeklamotten an, das ist ja jetzt nicht so. Wo wollten Sie sich denn bewerben? Ich bin Physiotherapeutin und wollte jetzt gerne mich im Managementbereich einer Klinik bewerben. Ah, okay. Genau. Auf dem Parkplatz scheinen sich die Befürchtungen der Beamten zu bewahrheiten. Ein Mann scharwenzelt verdächtig um das Auto der jungen Dame herum. Haben Sie was Interessantes gefunden? Bitte? Haben Sie was Interessantes gefunden? Der hat hier so eine leichte Delle. Waren Sie das? Nee, das ist nicht mein Auto, wissen Sie? Nein, ob Sie die Delle reingefahren haben? Nein, ich interessiere mich nur für Autos und hatte mir hier diesen BMW mal angeschaut und hat jetzt hier festgestellt, ist zwar nur so eine leichte Delle, aber sehr schade, ist ein sehr schönes Modell hier. Sind Sie Karosseriebauer? Wollen Sie schon mal hier anfragen, ob Sie das reparieren können? Oder? Nein, ich bin hier ein bisschen spazieren gegangen und dann ist mir das Auto hier aufgefallen. Das ist alles, was ich meine, machen Sie jetzt nicht so ein Tralala. Also. Ach, Entschuldigung, dann bitte ich tausendmal um Entschuldigung. Tralala. Ja. Tralala. Nein, dann gehen wir zum Auto. Den Ausweis hätte ich gerne mal, bitte. Ja, Moment. Ausweis habe ich hier in der Tasche. Musst du so ein Tralala machen? Ja, wir haben heute gesagt, heute kein Tralala. Heute kein Tralala. Mein Gott. Ist aber noch verschlossen. Ist weg. Ihr Portemonnaie ist weg? Ja, das ist weg. Das ist aber jetzt ein komischer Zufall, ne? Das ist aber jetzt ganz... Weil wir stehen hier vor dem... Das muss ich verloren haben. Na, ich... Was, die bleiben jetzt erstmal hier. Wollen wir den mal kurz durchsuchen, ob er vielleicht einen Schlüssel dabei hat? Die männliche Person, die wir hier an dem Auto angetroffen haben, gab an, sich, sage ich mal, um das Auto zu bemühen oder zu kümmern. Oder ihm gefällt das Auto gut. Für mich war das jetzt ein Allerweltsauto. Das war jetzt nichts Besonderes. Da stand also weder einer von den Nobelkarossen, die man sich mal wirklich anschauen möchte, sondern, sage ich mal, ein Oberklassefahrzeug. Deswegen die Aussage, die er getroffen hat, die habe ich ihm so erstmal nicht abgenommen.
Die Kontrolle zeigt, der Verdächtige hat tatsächlich kein Portemonnaie dabei. Wurde er ebenfalls Opfer des mysteriösen Taschendiebs? Ich habe das Portemonnaie immer hier in der Tasche, immer, jedes Mal. Ja. Und das ist aber jetzt, das muss ich verloren haben. Ja, dann können Sie Ihre Sachen wieder einstellen. Ja, danke schön. Das gibt's doch gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Da war alles drin. Ich hatte 50 Euro drin. Und, was denn? Und mein Ausweis. Und Ihnen haben Sie seine Papiere auch geklaut. Das ist ja komisch. Ach so, auf die andere Seite. Können Sie mir mal zeigen, diese Unterlagen, die da noch, wenn die noch drin sind? Ja, es ist noch alles drin. Also ist noch alles hier ist das drin? Kostüm und hier sind die Bewerbungsunterlagen. Das ist doch nicht so krass. Mit Zeugnissen und alles. Oh, original. Mit Bewerbung direkt auf der Frontseite, damit auch jeder da reingucken kann, das sieht. Ja. Haben Sie am besten noch einen Namen drauf geschrieben, mit Adresse. Ja, hervorragend. Ja. Läuft bei Ihnen, ne? Ja, das geht auch nicht, ne? Also einfach umdrehen und dann... Weiß ich fürs nächste Mal. Wenn ich dann jetzt hoffentlich... Wenn ich hier reingucke in ein Auto wie er jetzt, der weiß sofort, wo Sie wohnen, Ihre Telefonnummer, dann wundern Sie sich, warum Sie irgendwelche Anrufe kriegen. Ja. Ne? Also solche Sachen nicht offen im Fahrzeug liegen lassen. Aber wie gesagt, ist ja noch alles da. Haben Sie ein Handy da? Haben Sie nicht dabei, ne? Dann fragen Sie doch mal Ihren Autochef hier, der Ihr Autos liebt, ob Sie mal sein Handy leihen können und mal Ihre Mutter anrufen, damit die den Autoschlüssel vorbeibringt, damit sie wenigstens hier wegkommt. Weil das dauert ja auch eine Zeit lang. Ich sag mal, wenn Ihnen jetzt dann auch... Eben, Sie haben mir Papiere wie haben Sie das irgendwo unbeaufsichtigt gelassen? Ist Ihnen irgendwas Verdächtiges aufgefallen? Ja, ich bin hier lang gegangen, eigentlich nicht. Und, wo haben Sie das denn gehabt, das Portemonnaie? Hier, wie immer. Und, hat Sie irgendjemand angerempelt oder so? Moment, genau. Da hat mich ein Mann angesprochen eben. Der hat hier gefragt, wo hier der Biergarten ist und so. Und das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Wo hat er Sie denn angesprochen? Ja, keine Ahnung. Der hatte halt... Angerempelt? Ja, so nicht angerempelt, wo war das aber denn? Hier so die Hand... Wo hat er Sie denn angesprochen? Ja, das war direkt hier vorne. Das war vor... Gut. Ist gar nicht lange her. Und der hat nach dem Weg gefragt? Ja, wo der Biergarten ist oder sowas. Wie sah der aus? Ja, der war so ein bisschen größer als ich. Okay. Ich glaube, schwarze Hose... Ja. Irgend so ein helles Hemd, T-Shirt und der ist dann... Irgendwas Besonderes. Schuhfarbe, blau, rot, gelb, Schuhfarbe grün. Weiß ich nicht. Also schwarze Hose, das weiß ich ganz sicher. Okay. Und größer, leicht blond. Okay. Wie lange ist das her? Kurzes Haar. Wie lange ist das her? Ja, vor ein paar Minuten erst. Und in welche Richtung ist der gelaufen? Der ist, ich denke, in die Richtung gelaufen da. Ja, gut. Bleiben Sie mal hier bei der Frau. Der muss das gewesen sein. Nach Möglichkeit leihen Sie mal Ihr Handy. Ja, dann kann die mal zu Hause anrufen. Ich habe E-Flat. Ja, bleiben Sie hier, wir kommen sofort wieder. Ja, aber wenn wir eine Chance haben wollen. Wegen Tralala, gucken wir mal kurz. Ja. Ja, und dann. So, du glaubst doch nicht, dass hier noch irgendeiner steht, oder? Dann müsste das schon ziemlich blöd sein. Aber ich sag mal, gucken kostet ja nichts. Schwarze Hose. Kurze Hose, oder? Kurze Hose, ja, schwarze Hose, hat er gesagt. Ne? Ey, muss ich jetzt laufen, oder? Der hatte gerade was in den Mülleimer geschmissen. Nimmst du ihn? Ich guck am Mülleimer, oder was? Warte, ich guck erst am Mülleimer und dann kann ich dir sagen, was los ist. Ja. Halt, Polizei! Bleiben Sie mal stehen. Hallo, ja. Was haben Sie da gerade am Mülleimer gemacht? Ja, ich hab da Müll reingeworfen. Was denn für ein Müll? Ja, Müll. Ja, was Kaugummi? Wir gehen mal zum Mülleimer. Ja. Darf ich mal kurz? Aber kann ich meine Sachen bitte? Wir gehen mal zum Mülleimer. Diese Richtung. Das ist mein Portemonnaie? Ja. Ach nee, machen Sie keinen Quatsch. Ja, doch. Ja? Diese Richtung. Ja, ist ja okay. Muss ich Sie schieben, oder was? Nee, ich kann alleine gehen, ne? Ja, aber können Sie mir einfach in die Hosentasche greifen? Ja, kann ich. Okay. Haben Sie gesehen, dass ich das kann, oder? Ja. Wahnsinn, ne? So, jetzt gucken wir da rein. Kaugummipapier. Tja, es wird irgendwo da drin sein, ne? Ja. Wie ist es denn mit der Tasche hier? Gucken Sie mal. Oh. Eins. Ich habe jetzt nicht regelmäßig Taschen bei mir, also. Ja, nur wenn man sie gerade geklaut hat, ne? Wo ist die Kohle? Was für eine Kohle? Ich habe ein Kaugummipapier da reingeschmissen. Ja. Autoschlüssel. Ja, da haben sie Kohle. Da sind ein paar Centstücke drin. Ja. Ja. Das ist der Ausweis von ihm. Frau Fröhlich. Ja. Der Mann muss sich wegen Diebstahls in mehreren Fällen verantworten. Die Beamten werden nun prüfen, ob er möglicherweise in weitere ungeklärte Diebstähle verwickelt ist. Ja, dann alles Gute, toi, damit der Bewerbung noch klappt. Dankeschön. Ja, und bei Ihnen? Ja, danke. Tut mir leid, dass wir Sie so angefasst haben, aber Sie wissen ja, Tralala ist manchmal... Mach mal ein bisschen Vorsicht, ne? Sie, wenn Sie baden gehen und wenn Sie jemanden anspricht oder anrempelt, immer gucken. Ja. Ne? Die Leute haben nicht immer alle ein Gutes im Sinn. Ja. Okay. Ciao. Ja.